Hier ist wieder André aus Hamburg und heute gucken wir uns die 75342 an. Das ist der Republic Fighter Tank. Der wird jetzt vom Markt gehen, also würde ich empfehlen, den noch mitzunehmen. Kriege ich ungefähr für 35 bis 40 Euro überall oder bei Lego direkt für 45. Und es ist halt dieses geheime Battle Pack sozusagen. Erstmal, was da drin ist. Also, wir haben einmal den Fighter Tank und dazu gibt es dann halt fünf Figuren. Das sind einmal zwei Droiden. Komplett gleich. Dann haben wir hier zwei Klone. Alles so schön mit diesem Purple Design. Die beiden kommen dann halt mit Knarren. Haben auch den gleichen Helm. Und dann gibt es ja auch noch mal einen Pilot. Der hat einen etwas spezielleren Helm und halt auch noch so eine riesen Blasterwaffe. Sehr, sehr schöne Aufdrucke, coole Helme. Und ich glaube, die drei sind auch der Hauptgrund, das zu kaufen. Die beiden Droiden sind auch gut, aber die gibt es ja auch was. Und als Spezialfigur dazu gibt es noch Mace Windu, komplett mit seinem lila Laserschwert. Auch sehr schön, der hätte ich bisher noch nicht. Das lohnt sich also auch. Dann schauen wir mal kurz. Hier ist die Anleitung, relativ klein. Das Ding baut ihr übrigens ohne Probleme in einer halben Stunde durch. Also ist nicht allzu viel, aber sieht gut aus. Hier ist der Sticker-Sheet, den habe ich nicht aufgebracht. Ich bin so ein bisschen versucht, den aufzubringen. Aber das ganze Ding sieht doch sehr kahl aus. Mal schauen, weiß ich noch nicht genau. Hier nochmal die Packung. Schön auch wieder so eine Photoshop-Illustration. Hier sehen wir die ganzen Figuren. Hinten drauf auch nochmal mehr Action. Da sind auch die Spiel-Features. Die zeige ich jetzt nochmal. So. Was haben wir denn? Also hier ist einmal der Tank selber. Dann unten drunter, finde ich ganz interessant, haben sie hier mit so kleinen Achsen quasi Räder gebaut. Der kann dann auch ohne Probleme rumfahren. Dann haben wir hier oben so eine Cockpitklappe, auch noch mit Schaltpult und allem. Da kommt dann der Pilot rein. Die muss man so ein bisschen auffummeln. Dann haben wir hier hinten einmal so eine Klappe zum Aufmachen. Da können dann theoretisch noch Leute mit rein oder Waffen oder ähnliches. Ja, und hier haben wir auch nochmal quasi Stud-Shooter. Komplett mit den Laserkanonen. Ich muss sagen, die sind sehr, sehr locker, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob an den Teilen liegt. Also irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Die schlackern hier rum wie bei so einem Bootleg Star Wars Modell. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber das kann man relativ leicht fixen. Also Methode 1 ist, ihr nehmt irgendwie ein Messer oder einen Stift und innen drin die Achsen. Ich zeige das mal kurz. Wo ist er denn jetzt? Na, es kommt nicht raus. Gut. Die sitzen zumindest fest. Da ist das erste Geschoss abgegangen. Also, ihr könnt die dann hier irgendwie so ein bisschen aufdrehen. Damit macht ihr das zwar kaputt, aber wie gesagt, sind ja diese Achsen, die kosten ja quasi gar nichts. Das ist die Methode 1, um das ein bisschen fester zu kriegen. Und das zweite, was ich meistens mache, ist irgendwie, nehmt einfach ein Taschentuch, reißt da kleine Stücke ab, packt die mit da rein und dann sind die halt quasi, haben die mehr Masse und funktionieren dann extrem gut, so von der Festigkeit her. Was macht er denn jetzt hier? Erst geht er kaputt und jetzt bricht mir das hier so ein Stückchen auf. Durch den Druck. So, einmal wieder alles festmachen. Das zweite, was wir noch haben, sind oben diese Antennen hinten. Die gehen auch extrem leicht ab. Aber sonst ist es wirklich ein gutes Modell. Also, ich finde auch, wenn ihr die Dinger jetzt so als Battle Packs holt, erstmal kriegt ihr jeweils drei von den Klonen dazu, was natürlich super ist, und halt noch mal zwei Droiden, schon top. Gut, und Mace Windu, da keine Ahnung, der wird wahrscheinlich hinterher 15 Euro wert sein oder sowas. Ich finde, das ist auch ein schönes Modell, um da viele von zu bauen. Also so 4, 5 ist überhaupt kein Problem. So nebeneinander gestellt, dann habt ihr schon eine relativ opulente Streitmacht da stehen. Ja. Ich finde es von den Farben her gut. Die Klone sind sehr speziell durch ihr lila Farbschema. Und ja, das ist wirklich ein cooles Set. Also wenn ihr das jetzt noch kriegen könnt, jetzt ist es sogar noch reduziert am Markt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding, sobald es wirklich jetzt End of Life ist, Ende des Jahres, das geht direkt durch die Decke. Also das ist überhaupt keine Frage. Weil ihr bekommt ein wirklich sehr stabilen Bild, von dem man easy mehr holen kann. Und super Auswahl an Minifiguren. Also klasse das Ding. Ja, hoffe, das hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Sonntag aus Hamburg.